Mahlzeit. Yep, ich bin schon auf dem Weg. Ich habe gerade ein paar Briefe von meinem Vater eingeworfen und wollte jetzt zu Aldi einkaufen. Und bin ungefähr 3 Meter vom Eingang vom Aldi und stelle fest, dass ich mein Portemonnaie zu Hause vergessen habe. Yay! Das heißt, ich darf jetzt auch mal zurücklatschen, darf mein Portemonnaie holen und darf dann wieder zum Aldi. Boah, ja. Einfach mal schon fett gefailt heute. Jo. Mehr möchte ich jetzt auch gerade nicht sagen. Ich hoffe, ihr startet ein bisschen glorreicher in den Tag, als ich das jetzt schon getan habe. Heute war dann mal bisher das komplette Gegenprogramm zu gestern. Es war total eventfrei. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt mit dem Wind. Jetzt wird es gerade sehr windig. Ja, ich mache mich jetzt aber auf den Weg zu Chris und Fabi, beziehungsweise... Oh Gott, ey, ihr versteht bestimmt kein Wort. Ich bin auf dem Weg zu Chris und Fabi und mache mal wieder Spielabend nach langer, langer Zeit. Endlich habe ich wieder Chance und Gelegenheit dazu zu stoßen und ich freue mich total. Und ich werde versuchen, dabei ein bisschen zu vloggen, auch wenn es den anderen vielleicht auf den Keks geht, das weiß ich noch nicht. Aber eigentlich sind die da alle sehr verträglich. Drückt mir die Daumen. Oh Mann. Ich hätte mir total epischen Einstieg überlegt. Aber die hübsche Blondine von nebenan hat's ruiniert. Die hübsche Blondine, die sich gerade noch ein bisschen hässlich geredet hat. Aber jetzt reicht es so. Ja, oh. Und dieser junge Mann hat sie an der Backe. Hallo, was ist das denn jetzt? Ja, das Glück. Ich wollte das kurz zusammenfassen. Wir haben gerade Siedler. Ich bin ein bisschen angeduselt. Und ich muss. Oh. Ich vlogge. Muss, oh, vlogge, Annika, ich vlogge. Da kommt die andere. Oh. Ja, Fabi hat gerade hässlich geredet, um sich danach wieder schön zu reden. Wie? Was? Das ist irgendwie ganz komisch ausgedrückt. Okay. Aber nicht so falsch. Ja, aber so war es. So war es. Alter, ich schwöre. Ja, auf jeden Fall, wir haben gerade Siedler gespielt. Ich bin ein bisschen angeduselt. Ich fühle mich gemobbt. Siedlertechnisch. Achso. Nur siedlertechnisch. Dabei bist du so gut abgegangen. Ja, es hat gut gestartet, aber dann hat Martin sich mit den Schiffen ein bisschen verfranst. Ich habe mich nicht. Mir wurden Steine in den Weg gelegt. Punkte. Anjö! Dö! All die Jahre, in Klammern 1, wo ich dieses Spiel falsch gespielt habe. Warst du sowas wie bei deinen Eltern? Ja. Was heißt das? Fies. Ja, was so heißt Löch- fies? So eine löchrige Hauptinsel. Ja, mit vielen Seen. Lieber, wenn ich was sage, auf mich. Doch, ich muss vor allen Dingen Annika und dich filmen. Ich brauche hübsche Menschen in meinem Blog. Dann die Annika. Hallo. Was? No, was? Ja, hier kannst du schon Wasser. Achso, ja gut, jetzt filme ich auch mal Chris. Ja. Nein, passt schon. Das Problem ist, ich muss gerade die Chance nutzen. Das war, ich habe das Gefühl, dass nie andere Menschen in meinem Vlog sind, dadurch, dass ich so viel Zeit alleine verbringe. Gar nicht wahr, du bist da die ganze Zeit unterwegs gewesen. Ja, nur nicht vlogfähig unterwegs. So, es ist ja auf jeden Fall, wir spielen jetzt noch eine Runde Siedler, damit ich nochmal emotional gedemütigt werden kann. Ja, das habe ich ja gesehen. Das Problem ist, es hat keiner Mitleid mit mir, es beschweren sich nur alle, dass ich jammer. Das habe ich von Sarah gelernt. Weiß ich auch. Hi Sarah! Ja. Ja, ja. Perfekt. Boah, ich habe diesen Gag schon mal gebracht, aber. Moment. Elegant, Annika, elegant. Aber 100% Daumen hoch für diesen Einsatz. Eigentlich hätten wir jetzt so eine Kerze hinnehmen müssen. Ja. Das war schön. Oh, ich hatte Spaß. Dankeschön für eure Mithilfe. Ich applaudiere mir selber auf den Handrücken und deswegen wackelt. Keine kluge Idee, weil die Kamera saumäßig wackelt, aber Applaus. Ja, hey, das ist Special Effect. Auf jeden Fall. Das ist Photoshop Anti-Entwacklung.
Anti-Entwacklung ist. Vor allem ist es auch After Effects, aber läuft. Impressionen. Und dann noch eine Straße. Ich mache Impressionsgeräusche. Ja, du bist dran. Wow. Yay. Moment, kommt wieder weg. Positiv. Ach, komm, könntest du dich rächen? Nee. Möchtest du dich rächen? Ja. Straße. Ich habe fertig. Oh, mein eigener Zug. Vor allem ist es mir auch sowas von egal, ne? Ja. Ist der dann sich bei Fabi, weil Annika hat keine Karten mehr. Fabi, schön. Schön, und ich. Aber du hast auch noch eine Karte, oder? Nee, ich hab drei. Ja, Chris, hast du zufällig Holz abzugeben? Gegen Getreide? Nö. Nee. Dann bin ich fertig. Ja. Hat er jetzt alle die hintereinander? Ja. Boring. Also bei mir brauchst du nicht sehen. Nee, du bist auch überall, wo ich bin. Stimmt. Na gut, also du machst ziemlich allein. Oder geht das? Nein. Ich bin nicht gerade noch. Punkte das? Mhm. Ah. Ah. Warum ein Lass bis weil er den längsten hat. Boah. Ich habe noch gar keine Stadt. Ich habe auch noch keine Stadt. Wenn ihr Christus Städte baut, ist das total. Das war eine weise Entscheidung, ich? Fabi. Was ist da? Das war eine weise Entscheidung. Achso, das ist meine einzige Karte. Dann bin ich deine. Yay! Kann man mal sieben vielleicht? Nee, nein, Ende 4. Aber da kriege ich auch keine Karte mit. Du kriegst zwei Holz. Mhm. Ja, dann bist du auch dran. Oh, zwei. Acht. Na, acht bringt mir immer noch nichts. Eine bracht, acht bringt allen anderen was. Außer, doch, Chris auch. Hat jemand ein Leben? Ich habe sogar ein Leben. Echt? Ich ja, aber ich brauche es. Holz? Ich brauche das Lehm. Fabi, Holz. Ich brauche es auch. Alle brauchen ihr Lehm. Ach, ich bin so reißen, ich habe keine Sicht mehr. Ich bin fertig. Wow. Ich bin jetzt bis 12 oder bis 13? Bis 13, okay. 10! Ich krieg Sachen bei 10. Weil ich glaube, dass der Chris recht schnell fertig ist. Gleich. Ja. Ja, ja, aktuell hänge ich da ja so ein bisschen rum, ne? Hat jemand Holz abzugeben? Bin leer. Hab ich dir das mal? Nicht. Hast du ein Holz abzugeben? Was hast du mir denn dafür gegeben? Ich würde dir ein Lehm oder Erz. Ich, kann ich beides nicht abgeben? Ich würde dir abgeben Getreide oder ein Schaf? Nee, das brauche ich eigentlich beides nicht. Also ich würde dir auch beides geben. Sehr cool. Dankeschön. Dann kann ich noch eine Straße bauen. Kannst du die einmal bitte in die Inselmitte setzen? Ich habe Dominion verloren. Und ich habe über die Siedler verloren. Zweimal. Der hat eigentlich jetzt... Um Das ist so geil, ne? Das heißt, jeder von euch hat heute einmal gewonnen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Wir haben nur drei Spiele gemacht, Martin. Du musst das positiv sehen. Das vierte hast du gewonnen. Prima. Hätten wir Dixit gespielt. Darf ich kurz sagen, diese Frau wird Grundschullehrerin und das merkt man. Ja? Ja. Das ist dieses permanente zweite... Weißt du, es gibt... Der zweite Platz ist nicht der zweite Gewinner, sondern der erste Verlierer. Das ist so, Fabi. Ja, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich habe ewig kein Dominion mehr gespielt.
und irgendjemand will was an meinem Handy. Jetzt bin ich gerade überfordert. Ich bin noch milder angetrunken. Du filmst jetzt, wie du deine WhatsApp-Nachricht öffnest, ne? Ja, wahrscheinlich was Privates. Nein, das mache ich nicht. Ja, Porno-Download ist abgeschlossen. Pornos werden nicht mehr gedownloadet, aber schon seit 2011 nicht mehr. Ja, was soll ich dann sagen, ne? Ihr Stream-Download macht keinen Sinn. Ja, das stimmt. Fertig gepuffert. Oh, gepuffert, sogar noch mit zweideutigem Wortwitz. Ich möchte jetzt eine Sache hinzufügen. Erstens, mir ist gerade vollkommen unbegründet die Kamera aus der Hand gerutscht. Zweitens, obwohl ich angetrunken bin und das nicht ohne, habe ich sie gefangen. Ja, unbegründet. Alter, ich bin schon so der dicke Bruder von Spider-Man. Ich bin auf dem Rückweg. Es war so ein unglaublich schöner und lustiger Abend. Och, ich hatte das ewig nicht mehr. Diese Spieleabendformationen, und es war einfach wundervoll. Es war genau das, was ich gebraucht habe. Und ach, es war schön, Chris und Fabi mal wieder in Ruhe wiederzusehen. Ich habe die beiden sehr vermisst. Es war schön, auch mit Chris und Fabi und Annika da wieder zusammenzusitzen und ein bisschen die Siedler zu spielen. Vermutlich habt ihr gerade Mörderwindgeräusche, es tut mir leid. Ich laufe noch nicht kurz hinter das Gebäude. So, sollten die Windgeräusche weg sein. Ja, wir haben 1:15. Ich bin ein bisschen angeduselt. Und ich muss jetzt noch den Vlog von gestern schneiden. Und das Schöne ist, ich muss Gott sei Dank nur warten, bis er exportiert hat. Das Hochladen und Posten kann ich automatisieren. Aber oh Gott. Ja, deswegen bin ich jetzt gerade auch relativ flotten Schrittes unterwegs, damit ich das schnell erledigen kann und ins Bett kann, weil ich bin hundemüde. Das war jetzt heute auch der vorerst letzte Spielabend mit Annika. Die ist dann halt für ein halbes Jahr in Island. Ich sehe sie aber Gott sei Dank am 2.1. und am 3.1. nochmal wieder und kann mich dann auch richtig von ihr verabschieden. Jo. Aber ich muss jetzt, wie gesagt, hier auch mal Feier machen. Wind. Moment. Ich mache jetzt hier heute für den Blog auch mal Feierabend. Und tatsächlich, es waren andere Menschen im Blog. Es war Spaß im Blog. Ach ja, schön, schön, schön. Ich freue mich da gerade einfach nur drüber. Was ich, bevor ich es vergesse, ich werde diesen Vlog ja morgen hochladen. Morgen ist schon Silvester. Das heißt, ich wünsche euch jetzt an dieser Stelle schon mal einen guten Rutsch. Weil wenn ich euch das erst an dem Vlog wünsche, den ich Silvester drehe, seht ihr das Neujahr. Das bringt euch nichts. Also, guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr. Ich hoffe, dass das neue Jahr viele tolle Überraschungen für euch bereithält. Und dass im neuen Jahr alles gut für euch ausgeht. Jupp, und ich werde jetzt endgültig den Vlog für heute beenden. Ich freue mich gleich, wenn ich zu Hause bin. Also Leute, wir sehen uns morgen früh beim neuen Daily Vlog, den letzten im Jahr 2015. Schlaft gut!